ist in dieser Zeit ein großes Thema. Zum Beispiel, dass das reichste Prozent so viel mehr besitzt als alle anderen. Der Blick richtet sich dabei vor allem auf die USA. Mir schien, als könne man weltweit dieselbe Story erzählen. Ich habe also ein bisschen recherchiert. Und das habe ich gefunden, zum Beispiel bei der UNO. Es zeigt sich, dass die USA zwar sehr schlecht dasteht, aber noch schlimmer ist es im Rest der Welt. Zeigen wir es auf an diesem Diagramm. So sehe eine ideale Gleichverteilung des Vermögens aus. In diesen 5 Gruppen würde jeder gleich viel besitzen. Mal sehen, wie viel diese Gruppen in Wirklichkeit besitzen. Ist das nicht schockierend? 80% der Weltbevölkerung besitzen so gut wie nichts. Der Balken der ersten Gruppe ist kaum zu erkennen. Andererseits, die reichsten 2% der Welt besitzen genauso viel wie die Hälfte der Weltbevölkerung. Aus einer anderen Perspektive, nehmen wir die Weltbevölkerung von 7 Milliarden Menschen und stellen sie als 100 Individuen dar. Links die Ärmsten, rechts die Reichsten. Wenn wir das Vermögen der Erde, 223 Billionen Dollar, auf diese 100 Personen verteilen, dann besitzt die große Mehrheit praktisch nichts. Kein Geld für die Bildung der Kinder, kein Geld für die einfachste Medizin, während das reichste Prozent der Welt 34% des Vermögens auf sich vereint. Die unteren 80%, 8 von 10 Menschen, verfügen über 6% des Vermögens. Aber nicht mal das zeigt, wie extrem die Dinge wirklich stehen. Die 300 reichsten Menschen der Welt besitzen genauso viel wie die ärmsten 3 Milliarden. So viele Menschen, wie in ein mittelgroßes Flugzeug passen. Diese Unterschiede kann man auch geografisch darstellen, zwischen einigen reichen Ländern und dem armen Rest der Welt. Die meiste Zeit in der Geschichte gab es mehr Gleichheit. Vor 200 Jahren waren die wohlhabenden Länder nur 3-mal reicher. In den 1960er Jahren, nach Ende des Kolonialismus, waren sie 35-mal reicher. Heute sind sie 80-mal reicher. Die Reichsten leisten deshalb Ausgleichszahlungen an die Armen. Ungefähr 130 Milliarden Entwicklungshilfe jedes Jahr. Bei so viel Geld, wieso wird die Lücke dann größer? Ein Grund sind internationale Konzerne, die jedes Jahr 900 Milliarden aus armen Ländern herausziehen, was weitere steuerliche Nachteile nach sich zieht. Außerdem leisten arme Länder Schuldendienst, 600 Milliarden Dollar Rückzahlungen von Krediten. Die ursprüngliche Darlehenssumme wird mehrmals zurückgezahlt. Arme verlieren durch Handel, dessen Regeln die Reichen machen. Welthandel heißt billiger Zugang zu Rohstoffen und Arbeitskraft. Der Verlust aus ungleichem Handel beträgt 500 Milliarden Dollar. 2 Billionen Dollar fließen so jedes Jahr von Arm zu Reich. Jedes Jahr. Die reichen Länder behaupten, sie leisten Entwicklungshilfe. Aber wer entwickelt hier eigentlich wen? Es stimmt etwas grundsätzlich nicht mit der Weltwirtschaft. Es kann nicht richtig sein, dass eine winzige Gruppe so viel besitzt. Für mich gibt es darauf nur eine vernünftige Antwort. Die Regeln müssen geändert werden. Geld ist eine der genialsten Erfindungen der Menschen. Die meisten hätten gerne mehr davon, denn wir können Geld gegen fast alles tauschen. Geld ist gut für das Wirtschaftswachstum und ermöglicht uns, sinnvoll zu investieren. Stellen Sie sich vor, ein großzügiger Geldgeber macht Ihnen 2 Angebote. Entweder Sie bekommen ein Jahr lang jede Woche 10.000 Euro geschenkt, oder Sie bekommen in der ersten Woche nur einen Cent und der Betrag wird in jeder darauffolgenden Woche verdoppelt. Für ein ganzes Jahr also 52 Wochen. Was würden Sie nehmen? Die erste Rechenaufgabe ist überschaubar. Am Ende haben Sie 520.000 Euro. Was aber bringt das zweite Angebot? In der zweiten Woche bekämen Sie 2 Cent, in der dritten Woche 4, in der vierten Woche 8 Cent. In der achten Woche 1,28 Euro, während die andere Option schon 80.000 Euro bedeutet. Nach Woche 21 bekämen Sie dann auch 10.000 Euro, wie in dem ersten Angebot. Nach 26 Wochen
hätten sie das Vermögen im ersten Angebot überholt, eine Woche später dann schon doppelt so viel. Auf wie viel hätte sich der eine Cent nach 52 Wochen vermehrt? In der 52. Woche sind Sie der reichste Mensch der Welt, denn Sie bekommen 22 Billionen geschenkt. Das ist 10-mal mehr als das deutsche Bruttosozialprodukt von etwa 2,5 Billionen. Exponentielles Wachstum können wir uns nur sehr schwer vorstellen. Erfahrungen haben wir mit dem natürlichen Wachstum. Das entwickelt sich erst schnell, wird dann langsamer und hört irgendwann auf. Auch lineares Wachstum verstehen wir. Dann wächst zum Beispiel die Wirtschaft um den gleichen absoluten Betrag. Und durch diese Wirtschaftsleistung, gemessen am Bruttosozialprodukt, ist unser Geld gedeckt. Nun wachsen aber die Geldvermögen schneller als die Realwirtschaft. Unter anderem durch die Zinszahlungen und durch die Wiederanlage der Zinsen, den sogenannten Zinseszinseffekt. Bei einer Verzinsung von 3,5% verdoppeln sich die Geldvermögen alle 20 Jahre. Bei 7% schon alle 10 Jahre. In Deutschland zum Beispiel begann das Wachstum 1948 mit der Einführung der D-Mark. Die Geldvermögen sind seitdem exponentiell gewachsen. Das Geld ist letztendlich nicht mehr durch reale Werte gedeckt. Nach 60 Jahren kommt es 2008 zum Crash. Der Fehler steckt im System. Die nächste Krise ist schon programmiert. Wie werden die Zinsen gezahlt? Die meisten Menschen glauben, dass nur derjenige Zinsen zahlt, der sich auf der Bank Geld leiht. Sie wissen nicht, dass die Zinsen, die der Produzent von Gütern an die Bank zahlt, um zum Beispiel Maschinen zu kaufen, immer in die Preise der Produkte hineingerechnet werden. Der Zins fließt in alle Kalkulationen ein und steckt in allen Preisen, auch in denen von Milch, Brot und Eiern. Der Trink- und Abwasserpreis enthält durchschnittlich 15% Verzinsung. Die Mieten enthalten in den meisten Fällen über 50% Kapitalkosten. Im Durchschnitt gehen mindestens 30% der Ausgaben in Zinszahlungen. Wer profitiert von den Zinsen? Jeder, der Geld anlegt, bekommt doch Zinsen oder genauer gesagt eine Liquiditätsverzichtsprämie. Denn Zinsen setzen sich zusammen aus den Kosten der Bank, dem Inflationsausgleich, der Risikoprämie und der Belohnung für den Sparer, dass er sein Geld zur Verfügung stellt. Jeder Anleger freut sich über Zinseinnahmen. Sind die höher als die Zinsausgaben, hat man verdient. Aber wie ist es mit den Ausgaben durch die versteckten Zinsen? Schauen wir uns die deutsche Bevölkerung in 10 gleich großen Gruppen an. 80% zahlen mehr Zinsen, als sie aus Geldanlagen und aus Lebensversicherungen einnehmen. Bei weiteren 10% sind Zinszahlungen und Zinseinnahmen etwa ausgeglichen. Höchstens 10% profitieren. Rechnet man Zinslast und Zinsertrag gegeneinander auf, wird klar, der Mittelstand zahlt die meisten Zinsen. Nur die reichsten 10% der Bevölkerung verdienen. Sie bekommen ca. 60% der Zinsen und damit ein leistungsloses Einkommen. Das Geldsystem sorgt für systematische Umverteilung von der Mehrheit der Bevölkerung zu der vermögenden Minderheit. Vor allem der Mittelstand trägt eine unverhältnismäßig große Last durch die Zinsen in allen Krediten. Von den Schulden profitieren die Banken. Ihr Ziel ist, aus Geld noch mehr Geld zu machen. 2011 belief sich der Wert aller weltweit geschaffenen Güter und Leistungen auf 70 Billionen US-Dollar. Die Aktienmärkte setzten ca. 63 Billionen um, die Derivatemärkte ca. 708 Billionen und die Devisenmärkte ca. 1007 Billionen.
Die Finanzmärkte sind um ein Vielfaches größer als die Basis, das Weltbruttosozialprodukt. Weitere Folgen der Fehler im Geldsystem sind Inflation, ständig wachsende Schulden und die Notwendigkeit, immer weiter wachsen zu müssen. Nun ist eine Finanzwirtschaft, die an Systemfehlern leidet, kein Naturgesetz, sondern von Menschen erfunden. Wir können das Geldsystem auch neu gestalten. Ohne Zinseszins und Wachstumszwang. Und ohne Umverteilung zugunsten der Vermögenden. Hunderttausend Menschen sterben jeden Tag am Hunger oder seinen unmittelbaren Folgen. Alle 5 Sekunden verhungert ein Kind unter 10 Jahren. Alle 4 Minuten verliert jemand das Augenlicht wegen Vitamin-A-Mangel. Und letztes Jahr, World Food Report, also der Jahresbericht der Weltlandwirtschafts- und Ernährungsorganisation FAO in Rom, eine Spezialorganisation der Vereinten Nationen, letztes Jahr sind 842 Millionen Menschen schwerstens permanent unterernährt gewesen, aber kein sexuelles, kein Arbeitsleben, kein Familienleben, sind invalid geworden durch Hunger. Und im Vorjahr waren es noch 826 Millionen. Also die Zahl der Opfer steigt ständig. Derselbe World Food Report, der FAO, der sagt, dass die Weltlandwirtschaft, so wie sie heute ist, ohne Problem 12 Milliarden Menschen ernähren könnte. Karl Friedrich von Weizsäcker, eine Analyse aus dem Jahre 1983, entnommen aus dem Gelben Forum. Es ist bemerkenswert, was Karl Friedrich von Weizsäcker, der ältere Bruder unseres ehemaligen Bundespräsidenten, in seinem letzten Buch schrieb. Von Weizsäcker sagte in seinem letzten großen Werk, Der bedrohte Frieden, 1983 Hansa Verlag, innerhalb weniger Jahre den Niedergang des Sowjetkommunismus voraus und wurde dafür ausgelacht. Seine Prognose, auf welches Niveau der Lohn- und Gehaltsabhängige zurückfallen würde, wenn der Kommunismus nicht mehr existiert, war schockierend. Weizsäcker beschreibt die Auswirkungen einer dann einsetzenden Globalisierung, wiewohl es damals dieses Wort überhaupt noch nicht gab. Es folgen Zitate aus seinem Buch. Erstens. Die Arbeitslosenzahlen werden weltweit ungeahnte Dimensionen erreichen. Zweitens. Die Löhne werden auf ein noch nie dagewesenes Minimum sinken. Drittens. Alle Sozialsysteme werden mit dem Bankrott des Staates zusammenbrechen. Rentenzahlungen zuerst. Auslöser ist eine globale Wirtschaftskrise ungeheurer Dimension, die von Spekulanten ausgelöst wird. Viertens. Circa 20 Jahre nach dem Untergang des Kommunismus werden in Deutschland wieder Menschen verhungern. Fünftens. Die Gefahr von Bürgerkriegen steigt weltweit dramatisch. Sechstens. Die herrschende Elite wird gezwungen, zu ihrem eigenen Schutz Privatarmeen zu unterhalten. Siebtens. Um ihre Herrschaft zu sichern, werden diese Eliten frühzeitig den totalen Überwachungsstaat schaffen, eine weltweite Diktatur einführen. Achtens. Die ergebenen Handlanger dieses Geldadels sind korrupte Politiker. Neuntens. Die Kapitalwelt fördert wie eh und je einen noch nie dagewesenen Nationalismus als Garant gegen einen eventuell wieder erstarkenden Kommunismus. Zehntens. Zum Zweck der Machterhaltung wird man die Weltbevölkerung auf ein Minimum reduzieren. Dies geschieht mittels künstlich erzeugter Krankheiten. Hierbei werden Biowaffen als Seuchen deklariert, aber auch mittels gezielten Hungersnöten und Kriegen. Als Grund dient die Erkenntnis, dass die meisten Menschen ihre eigene Ernährung nicht mehr finanzieren können. Jetzt wären die Reichen zu Hilfsmaßnahmen gezwungen, anderenfalls entsteht für sie ein riesiges, gefährliches Konfliktpotenzial. Elftens.
Um Rohstoffbesitz und dem eigenen Machterhalt zu dienen, werden Großmächte Kriege mit Atomwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen führen. 12. Die Menschheit wird nach dem Niedergang des Kommunismus das skrupelloseste und menschenverachtendste System erleben, wie es die Menschheit noch niemals zuvor erlebt hat. Das System, welches für diese Menschen verantwortlich ist, heißt unkontrollierter Kapitalismus. Karl Friedrich von Weizsäcker sagte, dass sein Buch, welches er als sein letztes großes Werk bezeichnete, mit Sicherheit von der Bevölkerung nicht verstanden würde und die Dinge somit ihren. Die unteren 80%, 8 von 10 Menschen, verfügen über 6% des Vermögens. Aber nicht mal das zeigt, wie extrem die Dinge wirklich stehen. Die 300 reichsten Menschen der Welt besitzen genauso viel wie die ärmsten 3 Milliarden. So viele Menschen, wie in ein mittelgroßes Flugzeug passen. Diese Unterschiede kann man auch geografisch darstellen, zwischen einigen reichen Ländern und dem armen Rest der Welt. Die meiste Zeit in der Geschichte gab es mehr Gleichheit. Vor 200 Jahren waren die wohlhabenden Länder nur 3-mal reicher. In den 1960er Jahren, nach Ende des Kolonialismus, waren sie 35-mal reicher. Heute sind sie 80-mal reicher. Die Reichsten leisten deshalb Ausgleichszahlungen an die Armen. Ungefähr 130 Milliarden Entwicklungshilfe jedes Jahr. Bei so viel Geld, wieso wird die Lücke dann größer? Ein Grund sind internationale Konzerne, die jedes Jahr 900 Milliarden aus armen Ländern herausziehen, was weitere steuerliche Nachteile nach sich zieht. Außerdem leisten arme Länder Schuldendienst, 600 Milliarden Dollar Rückzahlungen von Krediten. Die ursprüngliche Darlehenssumme wird mehrmals zurückgezahlt. Arme verlieren durch Handel, dessen Regeln die Reichen machen. Welthandel heißt billiger Zugang zu Rohstoffen und Arbeitskraft. Der Verlust aus ungleichem Handel beträgt 500 Milliarden Dollar. 2 Billionen Dollar fließen so jedes Jahr von Arm zu Reich. Jedes Jahr. Die reichen Länder behaupten, sie leisten Entwicklungshilfe. Aber wer entwickelt hier eigentlich wen? Es stimmt etwas grundsätzlich nicht mit der Weltwirtschaft. Es kann nicht richtig sein, dass eine winzige Gruppe so viel besitzt. Für mich gibt es darauf nur eine vernünftige Antwort. Die Regeln müssen geändert werden. Geld ist eine der genialsten Erfindungen der Menschen. Die meisten hätten gerne mehr davon, denn wir können Geld gegen fast alles tauschen. Geld ist gut für das Wirtschaftswachstum und ermöglicht uns, sinnvoll zu investieren. Stellen Sie sich vor, ein großzügiger Geldgeber macht Ihnen 2 Angebote. Entweder Sie bekommen ein Jahr lang jede Woche 10.000 Euro geschenkt, oder Sie bekommen in der ersten Woche nur einen Cent und der Betrag wird in jeder darauffolgenden Woche verdoppelt. Für ein ganzes Jahr also 52 Wochen. Was würden Sie nehmen? Die erste Rechenaufgabe ist überschaubar. Am Ende haben Sie 520.000 Euro. Was aber bringt... Schauen wir uns die deutsche Bevölkerung in 10 gleich großen Gruppen an. 80% zahlen mehr Zinsen, als sie aus Geldanlagen und aus Lebensversicherungen einnehmen. Bei weiteren 10% sind Zinszahlungen und Zinseinnahmen etwa ausgeglichen. Höchstens 10% profitieren. Rechnet man Zinslast und Zinsertrag gegeneinander auf, wird klar, der Mittelstand zahlt die meisten Zinsen. Nur die reichsten 10% der Bevölkerung verdienen. Sie bekommen ca. 60% der Zinsen und damit ein leistungsloses Einkommen. Das Geldsystem sorgt für systematische Umverteilung von der Mehrheit der Bevölkerung zu der vermögenden Minderheit. Vor allem der Mittelstand trägt eine unverhältnismäßig große Last durch die Zinsen in allen Krediten. Von den Schulden profitieren die Banken. Ihr Ziel ist, aus Geld
noch mehr Geld zu machen. 2011 belief sich der Wert aller weltweit geschaffenen Güter und Leistungen auf 70 Billionen US-Dollar. Die Aktienmärkte setzten ca. 63 Billionen um, die Derivatemärkte ca. 708 Billionen und die Devisenmärkte ca. 1007 Billionen. Die Finanzmärkte sind um ein Vielfaches größer als die Basis, das Weltbruttosozialprodukt. Weitere Folgen der Fehler im Geldsystem sind Inflation, ständig wachsende Schulden und die Notwendigkeit, immer weiter wachsen zu müssen. Nun ist eine Finanzwirtschaft, die an Systemfehlern leidet, kein Naturgesetz, sondern von Menschen erfunden. Wir können das Geldsystem auch neu gestalten. Ohne Zinseszins und Wachstumszwang. Und ohne Umverteilung zugunsten der Vermögenden. Hunderttausend Menschen sterben jeden Tag am Hunger oder seinen unmittelbaren Folgen. Alle 5 Sekunden verhungert ein Kind unter 10 Jahren. Alle 4 Minuten verliert jemand das Augenlicht wegen Vitamin-A-Mangel. Und letztes Jahr, World Food Report, also der Jahresbericht der Weltlandwirtschafts- und Ernährungsorganisation FAO in Rom, eine Spezialorganisation der Vereinten Nationen, letztes Jahr sind 842 Millionen Menschen schwerstens permanent unterernährt gewesen, aber kein sexuelles, kein Arbeitsleben, kein Familienleben, sind invalid geworden durch Hunger. Und im Vorjahr waren es noch 826 Millionen. Also die Zahl der Opfer. Es ist wert, was Karl Friedrich von Weizsäcker, der ältere Bruder unseres ehemaligen Bundespräsidenten, in seinem letzten Buch schrieb. Von Weizsäcker sagte in seinem letzten großen Werk, Der bedrohte Frieden, 1983 Hansa Verlag, innerhalb weniger Jahre den Niedergang des Sowjetkommunismus voraus und wurde dafür ausgelacht. Seine Prognose, auf welches Niveau der Lohn- und Gehaltsabhängige zurückfallen würde, wenn der Kommunismus nicht mehr existiert, war schockierend. Weizsäcker beschreibt die Auswirkungen einer dann einsetzenden Globalisierung, wiewohl es damals dieses Wort überhaupt noch nicht gab. Es folgen Zitate aus seinem Buch. Erstens. Die Arbeitslosenzahlen werden weltweit ungeahnte Dimensionen erreichen. Zweitens. Die Löhne werden auf ein noch nie dagewesenes Minimum sinken. Drittens. Alle Sozialsysteme werden mit dem Bankrott des Staates zusammenbrechen. Rentenzahlungen zuerst. Auslöser ist eine globale Wirtschaftskrise ungeheurer Dimension, die von Spekulanten ausgelöst wird. Viertens. Circa 20 Jahre nach dem Untergang des Kommunismus werden in Deutschland wieder Menschen verhungern. Fünftens. Die Gefahr von Bürgerkriegen steigt weltweit dramatisch. Sechstens. Die herrschende Elite wird gezwungen, zu ihrem eigenen Schutz Privatarmeen zu unterhalten. Siebtens. Um ihre Herrschaft zu sichern, werden diese Eliten frühzeitig den totalen Überwachungsstaat schaffen, eine weltweite Diktatur einführen. Achtens. Die ergebenen Handlanger dieses Geldadels sind korrupte Politiker. Neuntens. Die Kapitalwelt fördert wie eh und je einen noch nie dagewesenen Nationalismus als Garant gegen einen eventuell wieder erstarkenden Kommunismus. Zehntens. Zum Zweck der Machterhaltung wird man die Weltbevölkerung auf ein Minimum reduzieren. Dies geschieht mittels künstlich erzeugter Krankheiten. Hierbei werden Biowaffen als solchen deklariert, aber auch mittels gezielten Hungersnöten und Kriegen. Als Grund dient die Erkenntnis, dass die meisten Menschen ihre eigene Ernährung nicht mehr finanzieren können. Jetzt wären die Reichen zu Hilfsmaßnahmen gezwungen, anderenfalls entsteht... Wieso wird die Lücke dann größer?
Ein Grund sind internationale Konzerne, die jedes Jahr 900 Milliarden aus armen Ländern herausziehen, was weitere steuerliche Nachteile nach sich zieht. Außerdem leisten arme Länder Schuldendienst, $600 Milliarden Rückzahlungen von Krediten. Die ursprüngliche Darlehenssumme wird mehrmals zurückgezahlt. Arme verlieren durch Handel, dessen Regeln die Reichen machen. Welthandel heißt billiger Zugang zu Rohstoffen und Arbeitskraft. Der Verlust aus ungleichem Handel beträgt $500 Milliarden. $2 Billionen fließen so jedes Jahr von arm zu reich. Jedes Jahr. Die reichen Länder behaupten, sie leisten Entwicklungshilfe. Aber wer entwickelt hier eigentlich wen? Es stimmt etwas grundsätzlich nicht mit der Weltwirtschaft. Es kann nicht richtig sein, dass eine winzige Gruppe so viel besitzt. Für mich gibt es darauf nur eine vernünftige Antwort. Die Regeln müssen geändert werden. Geld ist eine der genialsten Erfindungen der Menschen. Die meisten hätten gerne mehr davon, denn wir können Geld gegen fast alles tauschen. Geld ist gut für das Wirtschaftswachstum und ermöglicht uns, sinnvoll zu investieren. Stellen Sie sich vor, ein großzügiger Geldgeber macht Ihnen zwei Angebote. Entweder Sie bekommen ein Jahr lang jede Woche 10.000 Euro geschenkt, oder Sie bekommen in der ersten Woche nur einen Cent und der Betrag wird in jeder darauffolgenden Woche verdoppelt. Für ein ganzes Jahr also 52 Wochen. Was würden Sie nehmen? Die erste Rechenaufgabe ist überschaubar. Am Ende haben Sie 520.000 Euro. Was aber bringt das zweite Angebot? In der zweiten Woche bekämen Sie 2 Cent, in der dritten Woche 4, in der vierten Woche 8 Cent, in der achten Woche 1,28 Euro, während die andere Option schon 80.000 Euro bedeutet. Nach Woche 21 bekämen Sie dann auch 10.000 Euro, wie in dem ersten Angebot. Nach 26 Wochen hätten Sie das Vermögen im ersten Angebot überholt. Eine Woche später dann schon doppelt so viel. Auf wie viel hätte sich der eine Cent nach 52 Wochen vermehrt? In der 52. Woche sind Sie der reichste Mensch der Welt, denn Sie bekommen 22 Billionen geschenkt. Das ist 10-mal mehr als das deutsche Bruttosozialprodukt von etwa 2,5.